Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Mittwoch ist Tag des Kultduells mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Haben sich ganz, ganz viele schon die ganze Woche drauf gefreut. Es gibt viele spannende Themen, denn heute, vielleicht eine göttliche Fügung, war auch der Start des Kurzprozesses und da können wir natürlich gleich darüber diskutieren. Herr Czapp wird gern mit Ihnen starten. Die Verteidigung von Sebastian Kurz hat eine sehr aggressive Linie gewählt, schon mit einer Gegenäußerung, wo man die WKStA eigentlich frontal angegriffen ist und auch heute beim Prozess. Erstes sozusagen Statement, das man gleich gemacht hat, war Befangenheitsantrag gegen den Richter. Ist das klug Ihrer Meinung nach, dass man so auf Totalkonfrontation geht? Naja, das ist schon die Annahme, dass Sie von einer Verurteilung ausgehen und schon auf den Richter einmal mit einer Befangenheitsinitiative losgehen und um auf die Art und Weise dann sagen zu können, naja, das ist eher politische Geschichte, ist ein politischer Richter und das ist ein politisches Urteil und eigentlich ist ja der Sebastian Kurz sowieso das Unschuldslamm per se. Also jedenfalls, das ist meine Interpretation. Wenn man nicht den Richter sozusagen attackiert, ist es einmal grundsätzlich kein Nachteil. Ja, aber wenn die das glauben, die Verteidigung, dann ist das für mich einmal der erste Schritt in diese Richtung. Der zweite ist, ich bin ein Staatsbürger und möchte haben, dass Gerechtigkeit auch für einen ehemaligen Bundeskanzler ist. Es ist daher gut, wenn es dieses Verfahren gibt, es ist gut, wenn es das hoffentlich dann einmal einen Abschluss findet und dann werden wir sehen, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht zu einer Verurteilung kommt. Aber das ist mir mal von großer Bedeutung, dass er als Bundeskanzler uns erzählen wollte und noch immer erzählen will, dass er nichts gewusst hat von Postenbesetzungen, maximal nur informiert, wenn man sich das vorstellt. Der Thomas Schmidt, der gerade mit seiner Liste an Postenbesetzungen, und das ist nicht egal, wenn man der Regierung als den Bundeskanzler stellt, dann sind das wichtige Positionen. Da ist es gegangen um Aufsichtsratsbesetzung, um alles Mögliche. Ja. Und dann geht er zum Bundeskanzler und tut ihm nur informieren. Sagt der Bundeskanzler, ich weiß, Sie haben keine Meinung. Sie sagen weder Ja noch Nein zu meiner Liste, sondern nur eine Information. Und dann rattert er die Namen runter und dann ist die Sache erledigt. Das glaubt doch kein Mensch. Ja, das ist immer die entscheidende Frage für Thomas Schmidt und für alle die, die auf seiner Liste waren, muss doch gewesen sein. Und was sagt der Bundeskanzler dazu? Sagt der Bundeskanzler Ja? Sagt er Nein? Oder was hat der Bundeskanzler selber vorgeschlagen an Namen, die auf diese Liste kommen? Also wenn man halbwegs ein Insider ist, dann weiß man, dass das natürlich nur so abgelaufen sein kann. Und der Sebastian Kurz war schlecht beraten, dass er dann eine Antwort gegeben hat, die man unter Umständen, aber das wird das Gericht zu entscheiden haben. Ich bin da weder auf der Seite des Staatsanwaltes noch des Richters noch des Verteidigers. Aber wenn man herausinterpretieren kann bei seiner Antwort, dass er ein bisschen geschummelt hat, ja, dann kann er das von mir aus in einem ÖVP-Vorstand machen oder wo auch immer er will, aber dort nicht im Untersuchungsausschuss. Denn da hat er im Hintergrund die rechtliche Verpflichtung, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Und daher bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Jedenfalls ein Heldenmythos oder Opferlammmythos, da würde ich schon jetzt dagegen halten. Das ist dort völlig nicht angebracht. Angriff ist die beste Verteidigung, gibt es ein Sprichwort. Ist das in dem Fall klug? Nein. Sebastian Kurz hat heute unter schlechter Beratung seiner Anwälte versucht, die Regie in diesem Drehbuch, das einerseits die Staatsanwaltschaft, andererseits natürlich auch mit der Richter schon im Kopf hat, und hat versucht, die Regie da zu übernehmen, mit einer Art von prozessualen Amoklauf. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich verstehe diese Strategie überhaupt nicht, weil es ja schon Beispiele in der Vergangenheit gab, wo das auch schon schiefgegangen ist. Also es ist so, das wissen seine Rechtsanwälte und das weiß auch er. Krasser Prozess zum Beispiel. Das meine ich damit. Ich komme gleich drauf. Wir wissen, dass wir in Österreich ein sehr weit ausgelegtes Befangenheitsrecht, also eine Befangenheitsdefinition haben, nämlich das geht so weit, dass schon der Anschein einer Befangenheit genügt, damit ein Richter befangen ist. Soweit zum Gesetz. Das heißt, ja, der Anschein ist bei diesem Richter natürlich da. Wenn ich mich mit jemandem treffe und austausche, der zu den politischen absoluten Hauptgegnern des Sebastian Kurz gehört, nämlich mit dem Herrn Peter Pilz, dann ist der Anschein der Befangenheit gegeben.
Er ist aber noch viel mehr gegeben, der Anschein der Befangenheit, indem man zum Thema hätte machen sollen, dass dieser Richter vor wenigen Monaten noch bei jener Behörde gearbeitet hat, die ihm jetzt anklagt, also bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist für mich der eigentliche Befangenheitsgrund. Aber in beiden Fragen ist der Anschein der Befangenheit gegeben, soweit zum Rechtlichen und zum Formellen. Tatsache ist aber, und jetzt kommt der Fehler im System, es gibt keine Instanz, die darüber entscheidet, ob der Richter selber befangen ist. Darüber. Es gibt nur eine Instanz und das ist der Richter selber. Das haben wir gesehen bei der natürlich befangenen Richterin Hohenecker bei Karl-Heinz Grasser, deren Mann über Social Medias politische Posting gegen den Angeklagten seiner Frau gepostet hat und die hat dann darauf gesagt, ich bin nicht befangen, weil zu Hause spreche ich mit meinem Mann nicht. Also es ist eine völlig absurde Begründung und heute genau das Gleiche. Es ist wie ein Abbild. Der natürlich befangene Richter sagt, ich bin nicht befangen, weil den Pilz kenne ich gar nicht so gut, den habe ich nur zweimal getroffen und zur anderen Frage hat er gar nichts gesagt. Das heißt, was wir in diesem Land brauchen, ganz dringend, und das ist ein Appell, um diese Farce, diese Skurrilität, die es nur bei uns gibt, in anderen Ländern dieses Erdballs, kann man eigentlich sagen, ist die Befangenheit ein sehr heikles und hohes Gut eines Richters. Und im Zweifel ist er befangen. Dann brauche ich eine Instanz, wir haben zum Beispiel einen Waisenrat, der das entscheiden könnte im Justizministerium, oder ich füge überhaupt eine Instanz ein, wenn ein Angeklagter einen Antrag stellt, der Richter ist befangen, dann muss das eine objektive Instanz entscheiden. Dass das der Richter selber entscheidet, ist skandalös, ist nicht zu rechtfertigen und muss verändert werden. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Das alles wissend, dass ich keine Chance habe mit dem Befangenheitsantrag, geht doch nicht her, machen wir den Richter auf. Das ist doch absurd. Diese Strategie verstehe ich nicht. Denn ich bin halt der Meinung, das ist jetzt nicht sehr juristisch, aber es ist aus dem Leben gegriffen. Jeder halbwegs intelligente Richter mit einer guten Ausbildung kann in 90% aller Verfahren, die bei uns vor Gericht stehen, entweder einen Schuldspruch oder einen Freispruch formulieren. Es liegt am Richter, gerade bei einem Einzelrichter. Es liegt am Richter. Und gerade in diffusen Fällen, so wie bei das jetzigen Fall ist kurz, der diffus ist, da kann ich so argumentieren und so argumentieren. Nur wenn ich meinen Richter an Affe mache und ihm als Parteirichter hinstelle, und das war ja der Sinn, er sollte eine Bunze bekommen, eine Parteibunze, nur dann wird er keine große Motivation haben, da einen Freispruch zu formulieren. Das ist ja völlig auf der Hand. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da immer bis jetzt gesessen und habe gesagt, in der Sache ist nicht viel dran. Ich glaube daher eher, dass es zu einem Freispruch kommt. Mit der schlechten Strategie, die heute gefahren worden ist, mit diesem prozessuellen Amoklauf, glaube ich, hat sie sich heute umgedreht. Ich glaube, dass heute, ab heute die Wahrscheinlichkeit eines Schuldspruchs einfach höher ist, weil besser wird es nicht mehr. Ich meine, nicht besser, aber jetzt kommen Zeugen, da wird kaum jemand irgendwem glaubwürdig entlasten. Ganz im Gegenteil, es kommt, und das sieht man ja, auf was das aufgebaut ist, schon im Plädoyer der Staatsanwälte, es kommt der Kronzeuge Schmidt, der den Kurz dort massiv belasten wird natürlich. So, und dann haben sie den Zeugen und dann kannst du schon ungefähr vorstellen, wie das ausgeht. Letzter Satz, ich verstehe bis heute nicht, warum er so ausgesagt hat, wie er ausgesagt hat. Denn dass ein Bundeskanzler, dass ein Bundeskanzler natürlich involviert ist in die Postenbesetzung der höchsten Staatsposten, ist nicht nur normal und auch nichts Schlechtes, sondern sogar wünschenswert. Na, selbstverständlich muss der Bundeskanzler schauen, dass die Verstaatlichten, dass die höchsten Staatsunternehmen mit Leid besetzt werden und da mischt er sich halt ein. Das hätte man niemandem zum Vorwurf gemacht. Aber warum hat er sich in diesem Untersuchungsausschuss davon so distanziert? Was hat ihn da getrieben? Zu sagen, ja, ich war informiert, aber nicht involviert. Und um das geht es. Es geht ja nicht um, ob er gesagt hat, nein oder ja, sondern es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft beniebelst hier am Tisch legt, mit Zeugenaussagen und mit Chats, dass er sehr wohl massiv involviert war, wie wahrscheinlich jeder Bundeskanzler in der Geschichte zuvor. Nur gesagt hat er es halt nicht. Und das ist das große Problem. Mhm. Jetzt sagt der Peter Westenthaler, er rechnet mittlerweile eher sogar mit einer Verurteilung. Was ist Ihr Bauchgefühl? Ich meine, Juristen sind wir alle drei nicht, aber was glauben Sie? Ja, ich glaube auch, dass es zu einer Verurteilung nach Meinung der Verteidigung führen wird. Denn du sagst, wenn man sich einen Richter aufmacht, ja. Ich sage, die haben einfach gesagt, der wird uns auch verurteilen, daher machen wir es einem gleich an befangenen Richter, der von der WKStA zuerst den Fall so verfolgt, der quasi den Sebastian Kurz verfolgt, von der WKStA bis zu seiner Richterposition. So, der heißt, es ist ein politischer Richter und der wird ein politisches Urteil fällen und der will jetzt einfach nicht haben, dass er da ein Jahr oder länger umsonst gearbeitet hat und recherchiert hat und bei Nibel alles zusammentragen hat und daher wird es so sein. Schau, wenn man die politische Wirklichkeit kennt und ich glaube,
über Jahrzehnte haben wir das ja genau kennengelernt. Es ist einfach so, dass Postenbesetzungen immer was Heikles sind. Ja, dass man immer aufpassen muss, dass das nicht hineinrutscht in politische Postenbesetzungen, ja, gar in Postenbesetzungen mit Gegengeschäften und so weiter und so weiter. Und faktisch ist es aber so, dass Postenbesetzungen immer letztendlich eine Letztentscheidung haben, meistens bei den Unterhäuptlingen, aber am allermeisten beim Häuptling selbst, also beim Bundeskanzler. Und daher war er total falsch beraten, dass er da versucht hat, sich aus dem da wegzustellen. So quasi, ich habe mit Thomas Schmidt nichts zu tun. Ich habe mit Thomas Schmidt mit seinen Verrücktheiten in den Chats und seinen ganzen Besetzungen nichts zu tun. Gott, dass ich ihn noch kenne, den Thomas Schmidt. Und das war in dieser Beantwortung im Untersuchungsausschuss sein Impetus, dass er das letztlich so gesagt hat. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich auch Verurteilungen abholen können. Und wird dann halt sagen, ich bin ein Verfolgter der Justiz, der politischen, und bitte habt mich weiter lieb. Und auf die Instanz kann er hoffen, ne? Das gibt ja dann immer noch eine Instanz. Ja, ja, die nächste Instanz. Aber ich möchte ein bisschen schon auch ins Grundsätzliche gehen, was in unserem Rechtsstaat alles möglich ist. Und mittlerweile gehe ich so weit und sage, Rechtsstaat kann man nur mehr unter Anführungszeichen setzen. Weil wir sind am Weg mitten in eine Bananenrepublik. Wir stehen schon vor der Bananenstaude. Und wenn jetzt ein leichter Wogler kommt, fallen die Bananen alle oben, wir sind wirklich eine Bananenrepublik. Denn was sich in den letzten Wochen und Monaten oder vielleicht sogar schon Jahre in dieser Justiz abspielt, das kann so nicht weitergehen. Und ich kann nur dringend appellieren an die Justizministerin, die ja noch immer ein Jahr im Amt sein wird, sich das einmal anzuschauen, was sich da abspielt. Dieses Bäumchen-Wechseltischspiel zwischen ein paar wenigen Richtern, weil ich sage immer, die eigentliche Instanz in dem Land sind unabhängige Richter. 90% der Richter in dem Land sind unabhängig, objektiv und nur ihren Gewissen verpflichtet. Aber da gibt es so ein paar bessere, die sich als besser beurteilen, weil sie eben politische Richter sind. Dieses Wechselspiel zwischen Richterschaft und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das kann in keinem anderen Land stattfinden. Dass der Sebastian Kurz einen Prozess kriegt, wissen wir jetzt schon über Jahre, mindestens 2 Jahre. Und dann kommt gerade der Richter zum Zug, der jahrelang in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also in der Anklagebehörde, auch gegen die Interessen der Regierung Kurz, Sebastian Kurz, und wir wissen, der hat einige glamouröse Fälle gehabt, für erfolgreich war er nicht, aber er hat sie gehabt, und genau der Richter kriegt das Verfahren. Oder umgekehrtes Beispiel, die Frau Hohenecker, die den Herrn Grasser meiner Meinung nach zu Unrecht zu verknackt hat, zu 8 Jahren, das muss man sich alles einmal vorstellen, ohne Beweis, nur Indizien. Mhm. Die wechselt jetzt seit 1. August von der Richterschaft plötzlich in die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und es wird bekannt, dass diese Behörde, diese Korruptionsstaatsanwaltschaft, gerade gegen ihren Stiefsohn wegen schweren Betrugs ermittelt. Na, was wird ihr da drin machen, wenn es zum Kaffee geht mit einem Kollegen, der da gerade dieses Verfahren vielleicht leitet? Also es ist so unfassbar, was sich da abspielt. Da muss doch irgendwer einen Riegel vorstellen, da braucht es eine Abkühlphase. Wenn ein Richter wechseln will, ja gern, aber nach 5 Jahren. 5 Jahre muss er mal warten oder umgekehrt. Das kann doch nicht sein. Und wenn das dann erledigt ist, wechselt er wieder zurück oder wie ist das? Tauscht man sich da je nach Belieben aus? Das ist eine Skurrilität. Oder diese Befangenheitsgeschichte, ungelöst. Niemand entscheidet über die Befangenen, nur der Richter selber. Das ist so absurd, das muss man sich einmal vorstellen. Das ist, nehmen wir ein Fußball, also ein Beispiel aus dem Fußball, damit es auch alle verstehen. Das ist so ähnlich wie wenn ein langjähriger Rapid-Spieler, der Stürmer, der seine meisten Tore gegen Austria geschossen hat, meinetwegen, der entscheidet sich, er wird Schiedsrichter. So, und das erste Spiel, was er zum Entscheiden ist, ist das Wiener Derby Rapid gegen Austria. Das hätte es nie gegeben im Fußball. Das kann es nicht sein. Das wäre, niemand würde so eine Besetzung wagen. Aber in der Juristerei passiert es, dass der einen politischen Gegner als Richter bekommt. Also das kann es ja nicht wirklich sein. Das heißt, was ich meine ist, da gehört eine Riesenreform bei der nächsten Regierung. Ich bin mir sicher, die macht es. Das ist auch ganz oben wahrscheinlich bei manchen, das zu machen. Dass diese politischen Staatsanwaltschaften, die rot-grün-linke Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und das ist nicht mehr ein Vorwurf, das kann man nachlesen, der Kurier hat das einmal geschrieben, dass dort Anwälte in roten Rechtsanwaltskanzleien ausgebildet werden, ideologisiert werden und dann in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschickt werden, um dort ihr politisches Werk gegen politisch Andersdenkende zu machen. Und auf der anderen Seite die normale Staatsanwaltschaft Wien, die wiederum die Schwarze ist, der verlängerte Arm der ÖVP. Übrigens, das sind die Typen, die politischen Staatsanwälte, die mich anklagen wollten wegen Verhetzung. Und die haben es zweimal probiert, wegen nichts.
Rein nur, weil ich da immer sitze und die Regierung kritisiere, haben sie zweimal blutige Nasen geholt. Einmal im Landesgericht Wien und einmal im Oberlandesgericht Wien. Und es muss aufhören, dass wir Politstaatsanwälte haben. Das ist mein Appell. Das gehört zusammengelegt. Das soll eine Staatsanwaltschaft sein. Diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft braucht kein Mensch. Weil im Prozentsatz haben die mehr Freisprüche als Verurteilungen. Das heißt, eine Staatsanwaltschaft, darüber einen Generalstaatsanwalt, der die Verantwortung trägt und der Herr des Verfahrens soll künftig wieder ein Untersuchungsrichter sein. Ein Richter, weil ich nur immer davon ausgehe, dass Richter objektiv sind und Richter besser entscheiden als politisch besetzte Staatsanwälte. Und das ist der Punkt, den wir einmal brauchen. Wenn das nicht gemacht wird, dann entwickeln wir uns immer mehr zu einer Bananenrepublik und der Rechtsstaat wird immer mehr untergraben. Haben wir ein Justizproblem? Ich habe ein Problem damit, wie kann man eigentlich, wenn man jahrelang Staatsanwalt ist, plötzlich in die Richterposition wechseln? Und wie kann man, wenn man jahrelang Richter ist, wieder zurück in die Staatsanwaltschaftsposition wechseln? Mit dem, ehrlich gesagt, komme ich nicht zurande, denn ich verstehe das nicht, was das für einen Sinn haben soll. Ja? Außer, dass der Staatsanwalt recherchiert, unzufrieden ist mit irgendwelchen Richtern und sagt, es wird Zeit, dass ich selber Richter bin, damit das, was ich vorher mache, auch wirklich zu einem Urteil führt, nämlich zu einer Verurteilung. Wenn das so ist, dann haben wir ein echtes Justizproblem. Aber ist nicht genau das, Entschuldigung, weil Sie das gerade sagen, das Problem, dass wenn ein Staatsanwalt als Richter wechselt, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass der einfach mehr verurteilt als jemand anderer? Es ist doch die Optik. Die Optik ist schon eine Katastrophe. Ehrlich gesagt, ich hätte doch, wenn ich vorher in der WKStA bin, ich hätte mein Laptop nicht dieses Verfahren, wo ich recherchiert habe, wo ich dort dann gearbeitet habe, dann an mich, sozusagen auf mich bezogen, wenn ich in die Richterposition zu dem Verfahren komme. Ich meine, dass der das überhaupt macht, ja, verstehe ich nicht. Sondern da kommt einfach ein Richter hin und aus. Und die Justizministerin schaut dazu. Das muss ich schon auch sagen. Also ich bin nicht für die große Interventionsmaschinerie, aber die gute Justizministerin, die schaut dazu. Es schaut so aus, wie jetzt müssen wir endlich den Kurz erwischen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Kurz nichts am Hut. Ja, ich bin ein politischer Gegner bis ans Ende seiner Tage. Beide Herzen, glaube ich, unverbindlich. Bis ans Ende seiner Tage werde ich gegen den politisch antreten und auftreten. Aber ich möchte einen sauberen Rechtsstaat haben und ich möchte haben, dass das dann auch akzeptiert wird, wenn es zu Urteilen kommt, dass die Bevölkerung auch Vertrauen hat letztendlich in die Justiz. Und noch einmal, ich würde es auch da noch einmal sagen, also wenn ich höre, dass die ÖVP brennt, den sein Anwalt. Zwei Anwälte. Jetzt einmal abgesehen davon, dass die ÖVP ein Interesse hat, dass er die bestmögliche Rechtsvertretung hat. Weil wenn er verurteilt wird, hat das auch mit der ÖVP was zu tun. Und wenn er freigesprochen wird, freut sich das. Vielleicht den einen oder anderen in der ein ÖVP, Investment, der durchaus Interesse hätte, dass er verurteilt wird. Das ist ein Investment. Die anderen zwei, der Bonelli und die aus der Graz-Gremser, die werden dann auch Interesse daran haben. So, wenn das so ist. Ich meine, von mir, Sie werden sagen, das sind die Mitgliedsbeiträge der ÖVP-Mitglieder. Das sollen Sie die ausmachen mit der Bevölkerung, die sollen Sie das ausmachen. Ich finde, das schaut aber komisch aus. Aber bei Freisprüchen, und das hat mich schon so gestört, bei anderen Freisprüchen, nicht nur von Spitzenpolitikern, ja, die dann alle ruiniert sind, weil sie kein Geld mehr haben, weil sie die ganzen Anwaltskosten, die Verfahrenskosten, alles brennen müssen, obwohl sie freigesprochen sind. Das bedeutet, dass wenn du möglichst viel anonyme Anzeigen machst, auch von vorne die Wege leitest, du derjenige unterbrochen vor Gericht steht, dann gewinnt er, weil eh nichts dran ist, aber er ist ruiniert, weil er das alles brennen muss. Das ist nicht eine funktionierende Demokratie und das ist nicht ein funktionierender Rechtsstaat. Das muss ich schon sagen. Also da habe ich eine gewisse Kritik und ich muss ehrlich sagen, das gehört ebenfalls geändert. Aber ob das die Alma Sadic noch das eine Jahr zusammenbringen wird, da was zu ändern, bezweifle ich, weil sie bis jetzt, außer, das muss man anrechnen, sie hat die WKStA arbeiten lassen. Ich habe nicht die Einschätzung von dir, dass das Politdrucks sind aus dem politgrünen Bereich, aber sie hätten erfolgreicher sein können, muss ich auch sagen. Da hat es ein paar Initiativen gegeben und es ist nichts rausgekommen. Aber gut, das ist das Wesen, man legt was am Tisch, man beantragt und dann... Wobei die WKStA hat schon eine besonders schlechte Quote. Nicht nur eine schlechte Quote, aber macht einmal die Mühe, vielleicht macht das einmal ein Journalist und schaut sich mal an, wer in den letzten fünf Jahren bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagt worden ist und wer nicht. Was ist eingestellt worden? Und da wirst du zu einer massiven Schräglage kommen, Schieflage.
zu Lasten der Mitte-Rechts-Parteien und Politiker und zugunsten der Linken. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Sozialdemokrat angeklagt worden ist. Ich kann mich erinnern, dass ein Grüner angeklagt worden ist. Der ist gleich wieder freigesprochen. Vorher. Ja, wir waren aber nicht an der Regierung. Nein, ich sage ja nur. Aber ich kann das über, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber da, ich zitiere den Kurier, da hat man einen spektakulären Artikel gehabt, das ist auch schon länger her, über eine ganze Seite, wie diese Maschinerie funktioniert. Wo normale Rechtsanwälte, ich nenne jetzt keine Namen und keine Namen von Kanzleien, in politisch zuordnbare Rechtsanwaltskanzleien gehen, weil zufälligerweise die auch Partei, diese Partei vertreten, dort ausgebildet werden, meiner Ansicht nach auch dort ideologisiert werden und ein paar Jahre später siehe da plötzlich alle bei der WKStA landen. Und plötzlich habe ich dort eine rot-grüne Schlagseite und das ist die Wahrheit. Das kann niemand leugnen und die Statistik bestätigt das. Und bei der schwarzen STA ist es genauso, nur halt auf der schwarzen Reichshälfte ist auch so. Und mit dem gehört abgefahren. Das gehört weg, da gehört ein objektiviertes Bestellverfahren. Da gehört ich meine, ich verstehe das überhaupt nicht, dass da so mir nichts, dir nichts, einfach irgendwelche frühere Rechtsanwälte, möglicherweise die ideologisiert sind, es wird ja nicht überprüft, dann dort Staatsanwälte werden. Was ist denn unser Staat? Ist das irgendein Selbstbedienungsladen für parteipolitische Staatsanwälte? Da kommen dann so windschiefe Anklageversuche heraus, die dann der Richter eingestellt, siehe Strache, nichts, keine einzige Verurteilung, alles reine politische Anklage. Und er ist bankrott. Und er ist bankrott oder bei mir jetzt diese Verhetzungsgeschichte, diese Verhetzungsnummer, wo man was unterstellt worden ist, was ich gar nicht gesagt habe, wissen wir ja. Also das ist wirklich unfassbar. Gebt ihr aber recht, der Kurz hat jedes Recht auf ein faires Verfahren. Ja. Aber mittlerweile sehe ich das im Moment nicht. Das sehe ich im Moment nicht. Dass das fair dort runtergeht, also da ist jeder Österreicher Grundzeuge, dass dort, die den Zug aufs Tor haben, den muss man was anhängen. Der muss verurteilt werden. Das ist ein Geruch, ein Schmeckle, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Bei allen Fehlern, die der hat, und wir haben ihm da schon oft durch Sonne und Mond geschossen, und auch bei der, meiner Meinung nach, sinnlosen Aussage beim Untersuchungsausschuss, weil ich hätte es ganz anders formulieren können. Aber sei es drum, es hat einen Geschmack, der mir nicht gefällt, es hat eine politische Schlagseite, auch der ganze Zinnober, der da gemacht wird, über ein halbes Jahr soll da jetzt der Prozess rennen, das ist ja alles unfassbar, mit weiß ich nicht, 20, 30 Zeugen, manche, die überhaupt keine Tatzeugen sein können. Ich habe immer geglaubt, Zeuge kann nur einer sein, der Tatzeuge ist. Ich bin auch kein Jurist, aber meine Anwälte haben das einmal erklärt, es kann nicht jeder Zeuge bei einem Prozess sein, sondern du musst ja was zur Tat beitragen können. Da ist zwei Drittel der Zeugen haben überhaupt keine Ahnung, die waren nicht dabei, wie der Posten besetzt worden sind. Also völlig absurd auch, ein politischer Show, die da angezündet wird und die halt darauf hinauslaufen soll, dass man ihn endgültig umbringt. Und das gefällt mir nicht bei aller Kritik gegen den Sebastian Kurz. Letzter Satz, finde es inakzeptabel, dass die ÖVP die Kosten übernimmt für ihn. Finde ich wirklich inakzeptabel, denn das kann man noch keiner vordividieren, dass sie das ausgeht, allein mit Mitgliederbeitrag. Die Parteien leben in erster Linie von der Parteienförderung, seit sie übrigens die Spenden abgetragen haben. Lebt die Partei von Parteienförderung. Was ist Parteienförderung? Steuergelder. Das heißt, der Schluss, die Partei zahlt zwei Verfahrens, zwei Anwälte, versteht man, der zwei hat, alle anderen haben nur einen, zahlt das komplett, zahlt der Steuerzahler dieses Verfahren, das gefällt mir auch nicht. Das, und nur dazu waren jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube, ihr habt es berichtet, alle anderen auch, die letzte Bilanz, das ist der neuen Kurzfirma, die es seit einem Jahr gibt, wo er 2 Millionen Gewinn macht. Der Mensch ist ja nicht arm. Also das kann er sich schon noch leisten. Das ist ja nicht bei allen Armutsgelübden von Politikern, aber er ist mittlerweile ein Manager, fragt sich jeder, wie der 2 Millionen in einem Jahr Gewinn gemacht hat, sei es drum, aber der kann sich das leisten und muss nicht die Steuerzahler damit behelligen. Also liebe ÖVP, das wird euch auch nachhängen. Solange der Prozess läuft, wird halt jeden Tag irgendeiner sagen, das zahlen alles wir. Du hast mich missverstanden. Ich habe nur gesagt, die ÖVP wird sagen, wir zahlen es als Mitgliedsbeitrag. So ja, aber das müssen sie einmal vorhupfen. Aber wenn du mir sagst, die ÖVP hat schon so wenig Mitglieder, dass sie das nicht mehr ausgehen, ja, dann ist das okay. Dann ja, bist du sowieso dann der Steuerzahler. Hat auch einen Geschmack, der uns nicht schmeckt. Ja, absolut. Kommen wir noch zur politischen Komponente. Jetzt, wie gesagt, Sie haben beide gesagt, derzeit schaut es vielleicht sogar ein bisschen mehr nach Verurteilung aus, aber sollte Sebastian Kurz freigesprochen werden, und es gibt ja auch viele Beobachter, die der Meinung sind, er wird freigesprochen, weil einfach da im Endeffekt nichts hängen bleiben wird an dieser Falschaussage oder es zu schwierig ist, das nachzuweisen, dass es einen Vorsatz gab, weil er muss es ja vorsätzlich gemacht haben, ist dann der Weg für sein Politcomeback geebnet? Ja, sowieso. Ich glaube,
so auf alle Fälle. Und als politisches Opfer und verfolgtes Unschuldslamm wird das auch probieren. Aber Sie meinen, das so oder so probiert das? Sowieso, ja. Aber er hat natürlich günstigere Voraussetzungen. Wenn er das anders macht, dann werden die ersten Meinungsumfragen kommen, die werden wir dann da behandeln können, wo er dann vor Nehammer liegt. Ja. Und alles, und wow, der hat ein Potenzial, der schießt wieder auf und so. Der ist ja unschuldig gejagt worden ein Jahr lang. So, wenn das kommt, dann kann er es noch einmal probieren, wenn er das möchte und wenn die ÖVP das möchte. Oder gibt es eine politische Hürde. Der Sebastian Kurz ist angetreten damals in einem Anfall von Ich bin Napoleon II. Und hat dann in einer Pressekonferenz mitgeteilt, also ich bin's jetzt. Ja, der Vorsitzende, der Boss, der Chef, der Erlöser, alles Mögliche. Und hat damit zugleich auch signalisiert, bei mir haben die Landesparteien und die Bünde nichts zu reden, ich entscheide alleine. Ja, das war seine Botschaft. Und nur dadurch, dass ich alleine entscheiden kann, also als Erlöser kannst du ja nur alleine erlösen, weil da gibt es ja keine Erlösergemeinschaft, sehr Blödsinn. Ja. Also wird er dann signalisiert haben, könnt ihr euch alle runterlassen, die haben sich gerade getroffen, die Landeshauptleute in einem Bundesland, und er hat in Wien die Pressekonferenz gemacht und hat die dort alle entmündigt. So, das haben die nicht vergessen. Und die werden sagen, lieber Sebastian Kurz, wenn du noch mal kommst, ja, musst du zuerst einmal 9-mal den Supercode da machen und dann musst du einmal 9-mal schwören, nie wieder erhebe ich die Hand gegen die wirklich Mächtigen in der ÖVP. Dann kommen die Bünde und dann muss er das Gleiche machen. Und wenn er das alles macht, braucht er gar nicht mehr wiederkommen, weil dann ist er sowieso, dann kann gleich der Nehammer bleiben. Weil sozusagen nichts ist er. Aber ich möchte Folgendes, was ich vor kurzem von jemandem, der aus der ÖVP ausgetreten ist, gehört habe. Es soll angeblich ein Agreement geben in Niederösterreich, dass die Michl Leitner zur Halbzeit geht als Landeshauptfrau. Behauptet der. Das wäre aber schade. Na Moment, bevor es den Trainern ausbricht, lass mich fortsetzen. Sie wird da nicht verloren gehen. Die Überlegung ist die, der Nehammer übernimmt es, wird Landeshauptmann in Niederösterreich, er ist ja ein Niederösterreicher, und die Michl Leitner wechselt rüber in die Regierung, weil die kann mit dem Kickl. Die kann deswegen mit dem Kickl, weil sie auch mit Landbauer kann. Die kann einfach. Und weil sie das kann, ist das eine Überlegung, wurde mir so zugetragen von jemandem, der in der ÖVP also ist. Das ist halt für das ist eher unrealistisch. Aber da sind noch so viele Variablen dran. Ich bin mir nicht sicher, ob der Herr Landbauer überhaupt mit den gescheiterten Nehammer in Niederösterreich zusammenarbeiten wird. Und dann wird der Landbauer sagen, wo man nicht wollen. Vor allem in Niederösterreich. Das ist auch keine Siegerin, oder? Naja, aber in Niederösterreich gibt es ja noch einen Herrn Pernkopf und so, ob die da den Nehammer ranlassen. Wismar, auch bei Kickl und Michl Leitner gibt es eine Geschichte. Also das ist natürlich ein Schmäh, der da erzählt wird. Ich werde es ihm sagen. Ja. Das große Dilemma der ÖVP ist, bei den derzeitigen Umfragedaten, wo jetzt wieder eine neue von Unic Research veröffentlicht worden ist, die ganz anders oder deutlich anders ausschaut als die, die wir dann immer wahrscheinlich hoffentlich am Morgen wieder analysieren, nämlich der Link SPÖ 21, ÖVP 22 und FPÖ 32. Ja? Unic Research ist nicht irgendwer, ist, glaube ich, wissen wir, wer das ist. Also da ist schon, wenn man das heranzieht, dann muss man ja zu folgendem Schluss innerhalb der ÖVP kommen, und das zeigt auch das ganze Dilemma dieser am Boden liegenden Partei, dass selbst ein verurteilter Sebastian Kurz mehr erreichen würde bei Wahlen als ein rechtlich unbescholtener, aber politisch verurteilter Nehammer. Weil, was meine ich mit politisch verurteilt? Verurteilt von den Wählerinnen und Wählern, überführt der nicht vorhandenen Glaubwürdigkeit und schuldig am Zustand der Menschen, am Abgehobensein. Ich meine, das ist ja, der war jetzt in einem Fernsehsender, dessen Namen ich da erinnern nicht nenne. Und dort hat er auch stundenlang uns erklärt, auf die Frage, was da mit diesem McDonalds-Video, was das auf sich hat, hat er gesagt, hat er uns stundenlang erklärt, wieder mal, überhaupt keine Ahnung, dass es in dem Land eine Armut gibt. Und er hat gesagt, die Leute sind eigentlich selber schuld, weil es gibt so viele Förderungen von der Regierung und so viele Sozialleistungen, aber die Leute rufen es nicht ab. Das heißt, jetzt hat er die armen Leute nicht nur mit dem Bürgerskandal in Wahrheit verjagt, sondern jetzt sagt er, es hat steppert, die Sozialleistungen abzurufen. Das hat er dort eine Stunde lang erklärt. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Unfassbar. Der Mann ist sowas von daneben, der ist sowas von außer sich. Auf welchem Planeten lebt der Vogel? Kann nicht auf der Planet Erde, kann das nicht sein. Denn da spielt sich ein ganz anderes Leben ab, als der glaubt. Das heißt,
Und das ist das große Drehbuch des Sebastian Kurz. Ich glaube, dass für das politische Comeback völlig wurscht ist, ob der freigesprochen wird oder nicht. Der hat für beide Varianten ein Drehbuch. Wird er freigesprochen, ist okay, dann passt der alles. Wird er nicht freigesprochen, tust du das eh schon ange. Nur dann ist er das politische Opfer und er braucht Unterstützung der Bevölkerung und macht nur immer um 3-5% mehr, wie wir dann eh haben. Und wird mitspielen um den Platz 1 in dem Land. Das ist einfach so. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Daher glaube ich, das Comeback ist vorbereitet, ist geplant, auch die ganzen Vorbereitungsmaßnahmen, Film etc. Und jetzt sagen wir uns ehrlich, warum muss er eigentlich zurückkommen? Weil ja das Verfahren nur die Ouvertüre ist zu allen weiteren Verfahren. Da kommt ja noch ein ganzer Rattenschwanz von Ermittlungen, die jetzt gerade laufen und möglicherweise noch die ein oder andere für haglichere Anklage. Und wie kann man dem am besten entgegenwirken? Indem man einer Regierung das Justizministerium hat, oder? Das ist ja das Einfachste. Das darf halt nicht mehr. Dieser fatale, katastrophale Fehler, den Grünen ein Justizministerium zu geben, der muss korrigiert werden. Und das geht eben nur, wenn der Kurz in einer Regierung sitzt und möglicherweise dort einen an der Hand hat, der das Justizministerium übernimmt. Eine kritische Anmerkung zu dem Informanten, den ich vorher zitiert habe, war: Ja, aber woher nimmst du eigentlich an, dass die Niederösterreicher den Nehammer wollen? Wenn einer so daneben ist, auf der Bundesebene, ist ja das ein Tausch, der mindestens zum Nachteil von Niederösterreich. Josef, in Niederösterreich gibt es ja ganz andere Kaliber. Der Bärenkopf, da gibt es wirklich gute Leute, muss man das sagen. Stimmt, also das Jetzt vielleicht noch abschließend, um dieses Politcomeback auch abzuschließen. Beide gehen nicht davon aus, dass es versuchen wird. Die Frage ist, wann? Noch vor der nächsten Wahl oder erst bei der Wahl, die wir dann in 6 Jahren... Das ist eine zutiefst strategische Frage. Wenn man davon ausgeht, man will bei den nächsten Wahlen ein gescheites Ergebnis haben, dann muss er vor der Wahl antreten. Aber geht sich das überhaupt noch aus, so knapp vor der Wahl zu tauschen? Ja, das muss man die ÖVP fragen. Es ging jetzt ja alles aus. Zack, zack, zack. Ja, also dann müssen sie es halt machen. Aber die, nach der Wahl, dann ist es am Wahlabend. Ja, Wahlabend hast du betroffene Gesichter. Ernst, jeder lässt den Kopf hängen in der ÖVP-Zentrale. Wir sind nicht mehr Dritter, den Trainer nahe. Plötzlich geht die Tür auf, er tritt ein, Sebastian Kurz. Die Gesichter erhellen sich, es bricht Applaus aus. Der Retter ist da, der Erlöser. Und er ist schon per Zuruf der Nachfolger. So, Nehammer verkrümmelt sich über die Hintertür. Sagt, das war ein interessanter Versuch. Niederösterreich. Was auch immer. Aber jedenfalls, in der Form kann das natürlich möglicherweise stattfinden. Und der Kurz, ja, der hat mit Kickl kein Problem gehabt eigentlich. Sag, ist arm, euer Kurz. Eher umgekehrt. Ja. Ja. Also jedenfalls, die haben, ich glaube, so könnte das laufen. Und das sind die zwei Varianten, die es gibt. Und er befeuert das ja auch. Ja. Weil so wie er sich da jetzt verhält und wie er sich darstellt in dem Prozess, unterstützt er das und will das auch, dass möglichst viel über ihn geredet wird. Also wir reden gerne über ihn, wir haben da kein Problem. Also wir sind da mit unseren Analysen immer gut unterwegs und oft haben wir sogar recht gehabt. Geht es sich noch aus vor der nächsten Wahl dieser Welt? Ja klar, er muss. Geht ja gar nicht anders. Schau, Nehammer ist so realitätsentfernt, er kann nicht nur die realen Zustände in dem Land richtig einschätzen, sondern auch die Zustände in seiner Partei nicht. Deswegen wird er durchsitzen wollen. Der Nehammer sagt, wie sieht das aus? Geht nur ein Jahr, sind 24.000 Euro jedes Monat, mit denen kann ich mir 24.000 Bürger leisten. Ich habe einen Opernball, da gehe ich nochmal gern hin, aber Dienstauto, ich fahre noch durch die ganze Welt, schauen wir nochmal die Welt an. Also der will das durchsitzen. Ich glaube, seine Partei will nicht mehr. Das ist vorbei. Und daher gibt es ja nur eine realistische Variante, und die lautet, dass bei der EU-Wahl die ÖVP noch mehr Dritter sein wird. Das wird passieren. Das ist ein Fiasko, das für ÖVP-Verhältnisse noch viel schlimmer ist als andere. Bei der EU-Wahl, wo sie immer Erste war, zurück auf Platz 3 zu fallen. Das wird passieren, davon bin ich überzeugt. Und dass dann die Glocken geschlagen haben für Nehammer und der Sebastian Kurz wieder zurückkommt und dann für die Nationalratswahl übernimmt. Ich glaube, dass das wahrscheinliche Szenario ist. Das heißt, die ÖVP braucht noch eine Wahlniederlage, eine donnernde. Wie das aber dann ausgeht, eins ist auch klar, der Kurz wird ebenfalls auch bei der Nationalratswahl eine massive Niederlage einfahren. Das wissen wir auch bei 37%. Kann er sich verabschieden. Das wird sich eher um 10% nach unten verdünnen. Und dann wird er halt irgendwo mit der FPÖ um Platz 1 raffen. Das kann schon sein. Ich würde aber den Herbert Kickl dann nicht außen vor lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, und das ist das Nächste,
dass Herbert Kickl einen Sebastian Kurz jemals wieder zu einem Bundeskanzler macht. Also das glaube ich nicht. Mit der Geschichte, die passiert ist, dass es nämlich Sebastian Kurz war, der den Herbert Kickl ohne Grund aus der Regierung befördert hat. Ohne Grund. Der Kickl war nicht in Ibiza, hat eine völlig weiße Weste, hat nichts anderes gemacht, als seinen Job als Innenminister. Und das erfolgreich. Dass sich der dann bedankt, ein paar Jahre später, und den Kurz zum Kanzler macht, kannst ausschließen. Also das ist auch ein Unterfangen, was nicht stattfinden wird. Wir sind ja jetzt da ganz tief im Spekulationssumpf drin. Das soll man auch nicht machen. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn ich gefragt werde, wird Kurz die ÖVP vor der nächsten Wahl übernehmen, sage ich ja. Und wenn nicht die ÖVP, dann eine eigene Partei. Dann reden wir gleich über die anderen Parteien, machen eine ganz kurze Werbepause. Es kommt ja der Superwahljahr auf uns zu. Wie schaut es denn derzeit aus? Der Peter Westenthal hat schon eine Umfrage angesprochen, wo die FPÖ jetzt sogar bei 32% liegt. In unserer Lasersfeld-Umfrage von letzter Woche lag sie bei 30%, aber auf jeden Fall deutlich auf Platz 1. Ist Herbert Kickl noch abzufangen? Das werde ich gleich aus dem Job fragen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast. Ich glaube, Sebastian Kurz haben wir für heute einmal abgehakt als Thema. Wir werden in den nächsten Sendungen sicher wieder darüber sprechen. Prozess geht ja nächste Woche dann auch noch weiter. Aber kommen wir ein bisschen zu den anderen Parteien. Wir haben jetzt schon über die Umfragen gesprochen. FPÖ liegt zwischen 30% und 32%. Manche Umfrageinstitute haben es auch knapp unter 30%, aber auf jeden Fall klar auf Platz 1. Jetzt kann ich mich erinnern, wir haben vor einer Woche schon darüber gesprochen, und da hat, glaube ich, der Josef Czap oder die Maria auch Karl hat, einer von den beiden, gesagt, naja, das birgt aber vielleicht auch die Gefahr, dass man sich dann zu sicher ist und im Wahlkampf unter die Räder kommt. Kann das nicht wirklich passieren, wenn man so weit vorne ist momentan? Weil das sind ja nicht mehr ein paar Prozentpunkte momentan, das sind ja schon halbe Welten. Also wenn diese Unique Research-Umfrage, und ich zweifle nicht daran, wenn man jetzt die Schwankungsbreiten an der Randzeit tatsächlich stimmt, dann ist Herbert Kickl mit seiner FPÖ einmal 10% und einmal 11% vorn, nämlich gemessen an ÖVP und SPÖ. Also erster Teil der Frage, ja, man muss aufpassen. Das ist eine, im Sport sagt man, eine sogenannte Frühform. Sportler haben immer ein Problem, wenn sie zu früh vor dem Wettbewerb in Form sind, das dann auch durchs Ziel zu bringen. Ich traue mir aber das zu, weil einfach die politische Gemengelage heute so ist. Wir wissen nicht, was in einem Jahr ist, wir wissen nicht, was in einem halben Jahr ist. Heute wäre es so. Wir können immer nur vom aktuellen Stand ausgehen. Was ich nicht glaube, ist, dass unter Führung von Herbert Kickl eine FPÖ bei so einem Stand irgendwie unter die Räder kommen kann, denn da müsste irgendwas Dramatisches passieren. Mir ist nicht bekannt, dass Herbert Kickl irgendwo in einen Skandal verwickelt ist, weiße Weste. Mir ist bekannt, dass Herbert Kickl im Moment sich zwar rar macht in seinen politischen Aussagen, aber immer dann, wenn er was zu sagen hat, wirklich was zu sagen hat, nämlich zu den entscheidenden Themen der Menschen. Das heißt, er hat das Ohr bei der Bevölkerung, er ist empathisch und er macht im Moment einfach viel richtig. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich bei den anderen Parteien so viel Unsinn passiert und die sich das Leben so viel selber schlecht machen. Jetzt so wieder bei der ÖVP kannst du ja kaum mehr aufhören, die negativen Ereignisse zusammenzuzählen. Jetzt kommt dieser Kurzprozess auch noch dazu. Aber jetzt schon wieder, was jetzt schon wieder bekannt geworden ist, jetzt haben wir doch wirklich gesagt, die Menschen haben kein Geld zum Leben, die verdienen zu wenig, sie brauchen mehr Geld, sie haben am Ende bleibt nichts über, ist immer dann, wenn das Geld aus ist, ist noch sehr viel Monat über und eigentlich haben wir eine Situation aufgrund der Inflation, die nicht so schön ist, und dann wird bekannt, dass das im Finanzministerium an Mitarbeiter des Finanzministers, nämlich 22 Mitarbeiter und an 8 Mitarbeitern des den meisten Österreichern namentlich nicht einmal bekannten ÖVP-Staatssekretärs Turski Bonuszahlungen ausgeschüttet worden sind. Nämlich pro Nasen 6.800 Euro. Das macht beim Finanzminister aus 150.000 Euro in einem Monat. Und das macht beim Turski aus 55.000. Also ineinander über 200.000 Euro an Steuergeld werden im Finanzministerium Bonis ausgeschüttet. Und heute erklärt uns der Finanzminister im Parlament, dass wir ein Budgetdefizit haben, Schulden machen, also dass das alles hinten und vorne zusammen, die haben es wirklich nicht mehr alle. Die leben in Saus und Braus, das wird bekannt,
das ist unbestritten, ich glaube, das ist sogar eine parlamentarische Anfrage gewesen. Also das kann es ja nicht sein. Und tut mir halt auch, lieber, was ich schaue, aber auch die SPÖ, was da los ist mit dieser Kleingartenpartie, die sich mittlerweile ja wie ein Geschwulst, wird es immer mehr. Das ist ja wie ein Krebsgeschwür politisches. Das geht jetzt durch alle Sendungen. Jeden Tag kommt ein Neuer daher. Jetzt schlagt es genau beim Bürgermeister. Bis jetzt war ja alles eher weit weg vom Bürgermeister. Jetzt schlagt es beim Bürgermeister Ludwig ein, der einen seinen engsten Vertrauten, nämlich der Stadtenbund, also der Städtebund-Generalsekretär, der im Krauthaus sitzt, der dort ein Büro hat, der 2011, wie der Ludwig noch Wohnbaustadtrat war, sich ebenfalls einen sehr idyllischen Kleingarten in Benzing gekauft hat, um 370.000 Euro, der damals schon erstens mehr wert war. Und dann ist er umgewidmet worden, die Parzelle kann man plötzlich doppelt so groß bauen, also doppelt so große Baufläche. Und jetzt hat der Typ das und 2017, also 6 Jahre später, um 660.000 Euro verkauft. Das heißt, er hat eingestraft einen Gewinn von fast 300.000 Euro. Ich meine, das ist ja unfassbar. Und das ist einer der engsten Spätze von Ludwig. Und dann setzt sich die Frau Nowak, die SPÖlerin, hin und sagt, wir haben das alles geprüft, ist alles in Ordnung. Da kommen noch, ich garantiere dir, da kommen noch welche. Das hört nicht auf. Und der Herr Babler hat da einen riesen Klumpfuß. Weil der stellt sich in der Pressekonferenz hin und sagt, das war ja putzig, stellt sich hin und sagt, wir sind die Partei der Häuselbauer. Da kriegst du einen Lachanfall, wenn du weißt, ja, hey, der Kleingarten-Häuselbauer, die tut sie umwidmen, ihre Grundstücke, sie vergolden, um sie dann weiter zu verscherbeln. Das sind Kapitalisten, Marxisten als Kapitalisten, die da ihre Grundstücke vergolden. Und es gibt keine Konsequenzen, null. Es gibt, ja, wir werden ein paar Compliance-Regelungen für die Zukunft ändern. Wo ist die Frau her mit den Enteignungen? Das gehört einmal. Die sollen das Becken, die sollen das zurückzahlen, den Mehrwert. Nicht das ganze Grundstück, sondern sie pfahlen. Und dass sie es sich gekauft haben, meinetwegen sollen sie es pfahlen. Aber den Mehrwert, der lukriert worden ist, der Gewinn, den der Herr Babler ja bei allen anderen, beim Mateschitz und bei allen Menschen, die sich an Gewinn erwirtschaften, da will er das Geld wegnehmen. Aber bei den eigenen Genossen in Wien, die sich ihre Kleingärten vergolden, da sagt er, na ja, ich schaue mir das an. Und ich habe eh was gesagt, das war eh hart, was ich gesagt habe. Also ich muss sagen, da stellt jeden normal denkenden Wiener und auch Österreicher die Haare auf und das macht die ganze Politik der SPÖ beeinträchtigt das. Und daher hoffe ich, dass da zu Konsequenzen kommt, politische und auch rechtliche. Herr Czapp, Sie wollen sicher was. Ich habe mir gerade gedacht, nur der Zahnarzt ist schlimmer, habe ich mir gedacht. Naja, aber das ist eine wirklich wilde Partie, muss ja. Sagen. Was ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Schreiber gehört, nie irgendeine Beziehung gehabt. Ich bin immer vorbeigelaufen, wenn ich da irgendwo meine Laufrouten gehabt habe und ich bin mir angetan, die mehr da drinnen nie wohnen. Da schaut man dann Nachbarn in die Submeine oder ins Fenster. Ich habe das nie verstanden, warum das so begehrt ist. Aber es war historisch gedacht als die Möglichkeit auch für einfache Leute, dass sie ein bisschen ein Grün haben und dass sie ein bisschen ein Holzhaus haben und das darf nicht bestimmte Quadratmeter überschreiten und dann können möglichst viele Menschen möglichst gesund leben dort und glücklich sein. So, das waren die Gründerväter, die das vor Jahrzehnten konzipiert haben. Vater des Gedankens. Ja, das war es. Und ich war immer der Meinung, es war ein Fehler, dass man von dem abgerückt ist und dass man gesagt hat, naja, das kann die Kinder dann größer bauen und das muss man umwidmen. Beim Umwidmen kann es dann wirklich eine Abgabe verlangen und einen Teil davon für den sozialen Wohnbau verwenden. Da habe ich schon eine Fantasie. Ja. Ja, das kann man schon machen. Aber dass das dann so sich entwickelt, dass man heute halt dann, weil es halt so ist in der Privatwirtschaft, du kaufst, verkaufst und wenn es mehr wert wird, dann hast du das. So. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin kein Schrebergärtner. Ja, ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich finde es schade, dass man nicht beim ursprünglichen Konzept des Schrebergartens geblieben ist. Und wenn das alles so ist, dass das keine rechtlichen Konsequenzen hat, dann ist das so. Ich nehme das zur Kenntnis. Alles andere müssen diejenigen, die dort wohnen oder die das sich sozusagen so das Wohnen eingerichtet haben, heute halt dann selber gerade stehen. Wie Sie dann nicht jetzt quälen mit den Schrebergärten, aber um es auf eine Metaebene zu bringen, inwiefern schadet denn diese Diskussion der SPÖ momentan? Weil in den Umfragen baut die SPÖ ja derzeit ab und das kann ja wohl nur mit dem Thema zusammenhängen, oder? Nein, das nützt nicht. Da brauche ich gar nicht lange nachdenken.
das ist nicht nützlich. Und es wird heute wieder daran arbeiten, um diese Delle, die da entstanden ist, wieder auszugleichen und dann wieder mit positiven Themen und positiven Beschlüssen und so weiter dann wieder besser zu werden und dann weiter nach vorn zu kommen. Ich bin da ganz ehrlich, ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass das anders wäre. Die Medien berichten sehr viel darüber, das heißt, das kennt sich ja jeder aus, um was es geht. Und so ist die Situation. Glauben Sie dennoch nach wie vor an dieses Duell Kickl gegen Babler? Klar, weil das sind zwei Persönlichkeiten, die brauchen solche Duelle auch. Ja, das ist ja auch, ich will ja nicht eine Psychoanalyse machen, aber die brauchen es. Und das Schlimmste für den Kickl ist, wenn er keinen Duellpartner hat. Ja, könnte ja mal näher meinen. Dann kannst du den Film nicht Kevin allein zu Hause, sondern Kickl allein in der Partei. Ja, das ist nichts. Der braucht einen Gegenpart. Mhm. So, der Babler ist ein Gegenpart. Rhetorisch haben sie in etwa eine ähnliche Ausgangssituation. Entschuldigung, die Schachtel setzte, der von sich versteht kein Mensch. Rhetorisch eine Ausgangssituation. Also, ich habe noch nicht gesagt, dass wir schon bei den Olympischen Spielen sind. Aber es ist jedenfalls so, dass die also irgendwie von der Persönlichkeit, das brauchen beide. Und ich sage immer, wann einer was braucht, soll er es kriegen. Ja? Und daher nehme ich an, wird der Andi Babler sich da sicher zur Verfügung stellen und mit den Kickl die Auseinandersetzung suchen. Das wirst du mit dem Nehammer nicht machen können. Über was willst du mit dem auseinandersetzen? Mit dem streite du höchstens, ob ich jetzt da zu Burger King gehe oder zu McDonalds. Das ist ja momentan nach wie vor das Thema. Und na gut, Angriffsfläche gibt es wohl trotzdem genug. Ja, na sicher. Also das wird auch so sein. Schau, du wirst die Fernsehdebatten haben, die werden miteinander einen Gedankenaustausch machen über politische Themen und die Zukunft Österreichs. Aber was mir so laut tut, ist, wir leben in einer wirklich schwierigen Zeit. Es gibt überall Kriege, es gibt Migrationsdruck, die Inflation ist nach wie vor zu hoch, du hast die Teuerung, plötzlich kommen wieder irgendwelche Viren daher. Ja? Manche Leute lassen sich schon impfen und Impfdosen sind schon bestellt und was weiß ich was alles. Es ist keine leichte Zeit. Ja? Und jetzt muss eine Politik funktionieren für Österreich. Und in der weitesten Sinn auch in Europa. Und da finde ich, da wäre viel mehr zu tun, als wenn man da eine Gruppentherapie veranstaltet, der 50 wichtigsten Politikerinnen und Politiker. Das ist uninteressant. Sondern die Menschen wollen, dass man für sie professionell arbeitet. Dann kannst alles Mögliche dir leisten, aber du musst für sie wirklich professionell arbeiten und ihre Interessen vertreten. Sie glauben ja nicht dran an dieses Duell. Weit und breit sehe ich kein gut Duell. Wenn du 10% vorne bist, gibt es nicht einmal, wie gesagt, letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, der Babler sieht gerade den Auspuff von Kickl. Ich glaube, den sehe ich da auch nicht mehr, weil wenn du so weit hinten bist, ist der schon, der muss aufpassen, dass er überrundet wird im nächsten Rennen. Also da gibt es kein Duell, ist auch logisch, weil es kein Duell geben kann, weil der Babler den Kickl schlicht und ergreifend nicht gewachsen ist. Aber wer ist dann der Gegner? Ich habe einen Babler gesehen, ich habe mir das angeschaut, er übertragen von der letzten spärlichen Pressekonferenz, die er da mit seiner glamourösen Bundesgeschäftsführerin dort gehalten hat, ein Bild des Jammers. Ich habe den Eindruck, warte mal, der ist am Aufgeben, der ist am Verzweifeln im Moment mit der Partei. Da brauchst du jetzt nicht lachen, ich meine das sehr, sehr ernst. Der Babler ist einer, der sein ganzes Leben lang alles, was er begonnen hat, abgebrochen hat. Jede Ausbildung, Lehre, Schule, alles, hat nichts fertig gemacht. Und ich glaube, der ist im Moment dabei, diesen nächsten Lehrstuhl da als Parteivorsitzender der SPÖ hinzuschmeißen, sowas von powerlos, sowas von herumstammeln, er hat unglaublich sich vergaloppiert, auch rhetorisch ein paar Mal sich total vergaloppiert, wollte dort eigentlich erklären, warum er so sehr für die Steuererhöhung jetzt ist, für die neuen Steuern, was ja absurd ist, die einzige Partei, die mehr steuern will, und geht dann unter in einem Fragenfurioso zu dieser Kleingartenaffäre. Und am Ende ist überblieben in allen Nachrichtensendungen, Babler muss sich rechtfertigen wegen der Kleingartenaffäre, greift nicht durch, ist innerparteilich zu schwach, kann sich nicht durchsetzen gegen die Wiener SPÖ. Der Parteichef der Wiener SPÖ haut ihm den Meißel hin und geht gar nicht mehr in die Sitzung. Also der Ludwig macht dann Tosco-Ziel, der zweite wesentliche Parteiobmann, der nicht mehr in den Vorstand kommt. Der scheitert gerade an seiner eigenen Partei. Der spürt jetzt das, was Randy Wagner, diese Zwickmühle, die Randy Wagner über Jahre durcherlebt hat. Also ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob der das überhaupt noch will. Antrieb hat der offenbar keinen mehr und das verstehe er, weil der nichts mehr umsetzen kann. Und diese Schrebergarten-Affäre am Anfang verlächelt, dann
hat man es versucht wegzudrücken und jetzt sitzt man mitten im Schlamassel, weil jeder bei jeder Pressekonferenz nur mehr fragt, wo sind endlich die Konsequenzen? Und es muss Konsequenzen geben. Gott sei Dank, du hast eine Idee, ich habe eine Idee, also wäre ich dort verantwortlicher, würde ich sagen, okay, von dem Mehrwert, von dem Gewinn wird jetzt ein Teil zurückbezahlt. Das wäre eine Lösung zum Beispiel. Für einen sozialen Wohnbau. Ja, für, für was auch immer, für soziale Zwecke. Du gestattest aber mir, dass ich der Meinung bin, dass die ganzen Verlotten, die sich da eingesetzt haben, eigentlich politisch zurücktreten müssten. Das ist auch meine persönliche Meinung. Vom Städtebund-Generalsekretär SPÖ bis zum Herrn Nevrivi und diese Figuren da aus Landtag und Nationalrat, also eine breite Familie der SPÖ, die sich da in diesen wunderbaren, idyllischen Seegrundstücken niedergelassen haben, wie die Maden im Speck. Die haben in einer SPÖ nichts verloren, da gebe ich dem Babler recht. Nur er kann sie nicht durchsetzen. Und daher glaube ich, da wird es kein Duell geben. Außerdem, wie gesagt, auch die thematische Gemengenlage, jetzt kommt der Parteitag, wo die skurrilsten, ich muss das nicht ersparen, der Kurier hat jetzt darüber berichtet, die skurrilsten Anträge gestellt werden, einen von der SPÖ Wien, das müsste ich auf der Zunge zergehen lassen, ein Antrag der SPÖ Wien, und das in einer Zeit wie diesen, wo wir von 1 Million Zuwanderer in Europa sprechen und von einer Zuwanderung in Österreich, und zwar eine Aufnahmepflicht für Menschen aus Afghanistan, wie die SPÖ haben. Eine Aufnahmepflicht, das heißt, jeder, egal was er tut und will, ob das jetzt ein Terrorist ist oder nicht, jeder, der aus Afghanistan nach Österreich kommt, muss hier aufgenommen werden. Das ist ein Parteitagsantrag der Wiener SPÖ, bin gespannt, ob der durchgeht, dann Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan. Es darf auch keiner abgeschoben werden. Selbst wenn der da 3 Frauen vergewaltigt und 2 Kinder umbringt, darf der nicht abgeschoben werden. Der muss da bleiben. Das heißt, wir haben hier die SPÖ zur Afghanistan-Partei entwickelt, sieht die da. Oder noch ein Antrag der SPÖ, also kommt. Rechtsanspruch für alle hier längerfristig ansässigen, aufenthaltsberechtigten Minderjährigen sowie deren Erwachsenen, die hier aufgewachsen sind. Sektion 8 ist immer... Rechtsanspruch. Das heißt, Staatsbürgerschaft über Bord. Kommt's nur. Alle kriegt eine Staatsbürgerschaft. Und dazu auch die Möglichkeit für alle eine Doppelstaatsbürgerschaft. Der muss gar nicht in Österreich sein. Der kann er doch. Also ich muss da wirklich sagen, da kommt was auf die SPÖ zu, nämlich auch auf die, weil ich genau weiß, dass du das nicht begrüßt und du da dagegen bist. Aber was deine liebe Wiener SPÖ da gerade vorbereitet für den Parteitag, da wird der Babler, kann er noch so eine gute Rede halten, die er gerade vom Spiegel einstudiert. Er wird das gefragt werden. Und er wird gefragt werden am Parteitag, was ist mit diesen Zuwanderungsgeschichten? Was ist mit den Schrebergärten-Philosophien der SPÖ? Schaut nicht gut aus und daher kommt es im Moment auch nicht zu einem Duell, weil er einfach nicht abhebt, der Babler. Es geht nicht. Aber er hat irgendwie eine emotionale Bindung an uns. Immer SPÖ richtig, und mich immer interessiert. Ja, richtig gedrückt. Ich bin schockiert. Und weißt du noch, weil jetzt, ich stelle einen Antrag, dass du da Gastdelegierter wirst, damit es wirklich... Ja, ich halte gerne Rede, wenn du willst. Ich hoffe, dass du wirklich dich ein bisschen beteiligen kannst. An dem. Es ist eine große, breite Bewegung mit vielen guten Ideen, aber auch mit wenigen nicht guten Ideen. Das ist ganz einfach. Ja, ist es so. Ich bin gespannt. Und das Letztere ist ein kleinerer Wiener Bezirk, der hat halt diese Auffassung. Ich glaube nicht, dass das beschlossen wird, aber es ist halt so. Und du hast immer die Wahl zwischen keine Gedanken herumflottieren zu lassen und nichts und die Anträge vorher zu filtern und zu überprüfen. Oder man lässt halt einfach in die Antragskommission die Anträge eingehen und dann wird man sagen, meistens ist es so, dass dann eh ein Sieg der politischen Vernunft da ist. Ja. Also das kann ich dazu sagen. Zum Rest, ich bin ja nicht der Parteisekretär, der dort anruft und sagt, was habt ihr denn da geschrieben? Ja, das ist zu meiner Zeit war es gar nicht notwendig. Nein, das hat sich Anträge jetzt vorher nicht gegeben. Aber die haben die Sorge, das ist aber immerhin bei zig Millionen, die also global unterwegs sind als Flüchtlinge, haben die halt die Sorge, was passiert mit denen. Und viele haben halt nicht verstanden, dass das weder Europa und schon gar nicht das kleine Österreich lösen kann. Sondern das braucht ganz andere politische und wirtschaftliche Lösungen. Aber vielleicht kannst du mir anrufen, wenn das dann abgestimmt ist, damit ich weiß, welche Reise das ist. Service ist meine Stärke. Aber ich glaube, das Thema greifen wir gleich auf, nämlich nicht die SPÖ, sondern die Flüchtlingsbewegung. Da drohen ja jetzt
neue Flüchtlingswellen oder ein starker Anstieg der Flüchtlingszahlen nach Europa. Da sprechen wir gleich drüber und über die erhöhte Terrorwarnstufe. Der Innenminister hat heute die Terrorwarnstufe auf 4 heraufgesetzt. Was heißt das für Österreich und ist der Terror damit zurück, nicht nur in Europa, sondern auch in Österreich? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil bei unserer Diskussion mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Es gibt natürlich ein Thema, das derzeit die ganze Welt bewegt. Das ist dieser schreckliche Terrorkrieg, den die Hamas gegen Israel gestartet hat. Und darüber sprechen wir gleich, aber auch über die Auswirkungen des Ganzen. Und da ist heute, gerade jetzt auch in Österreich, bekannt geworden, dass die Terrorwarnstufe hinaufgesetzt wird, nämlich auf Stufe 4. Also um eine Stufe wurde es erhöht, ist jetzt noch nicht die höchste Stufe, aber schon die orange Warnstufe nennt sich das. Was heißt denn das? Wie groß sind die Sorgen, die wir uns da jetzt Ihrer Meinung nach machen müssen in den nächsten Monaten? Ja, das heißt, dass uns möglicherweise diese ganze Nahostkiste im Moment im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegt, weil es ist erschütternd, was sich dort abspielt. Man hat jetzt geglaubt, es beginnt eine neue Welle der Diplomatie. Es ist genau das Gegenteil. Die diplomatischen Beziehungen werden immer mehr gekappt. Treffen werden abgesagt. Der amerikanische Präsident wird dort eigentlich im Regen stehen gelassen, den Empfang bis auf Netanyahu, glaube ich, überhaupt keiner mehr. Es wurde heute ausgerufen, der Tag des Zorns der arabischen Welt über die Hisbollah, aber in die gesamte arabische Welt. Was das alles in den nächsten Tagen noch bedeuten wird, wissen wir nicht. Wir haben gesehen, was leider in Brüssel los war, mit 2 Toten. Also das Ganze ist natürlich nicht sehr erfreulich. Und gerade deshalb ist es aber dringend notwendig, jetzt als Regierung nicht die Hände in den Schoß zu legen und jeden Tag eine neue Solidaritätsadresse, wie heute im Parlament zum Beispiel, das ist zwar sehr nett, nur es nutzt ja nichts, sondern ich muss ja handeln. Und handeln bedeutet in Zeiten wie diesen, das zu tun, was jetzt Ägypten macht, und zwar völlig zu Recht. Ägypten sagt, nein, wir lassen keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen und aus Palästinensern in unser Land, mit einer sehr nachvollziehbaren und einfachen Begründung. Weil dann das passiert, wovor wir uns fürchten, nämlich dass als Flüchtlinge getarnte Terroristen, Hamas-Kämpfer, sich einfach irgendein Schürzen umhängen und sagen, ich bin jetzt ein Flüchtling, und dort über die Grenze in Ägypten einfallen und dann möglicherweise auch in die ganze Welt von dort. Wer weiß es. Die Hamas ist weltweit verstreut. Das heißt, was sich dort im Moment jetzt abspielt, muss uns doch zu verstehen geben, dass gerade jetzt eine Regierung, eine österreichische, dasselbe machen muss, was die Ägypten macht und sagen muss, Asylstopp, und zwar sofort für alle. Es kann nicht sein, dass wir denselben Fehler machen wie 2015, wo wir mit einem Schwall von, ja, auch natürlich berechtigten Konventionsflüchtlingen. Aber wir haben uns Terroristen in den Kontinent geholt, die dann ihr mieses Werk Wochen und Monate später, wir kennen alle die Anschläge bis hin zu Wien, vollzogen haben. Und jetzt muss eine Regierung das tun, was Herbert Kickl seit Wochen sagt, Festung Europa, Festung Österreich. Es kann jetzt auf keinen Fall zugelassen werden in der jetzigen sensiblen Situation, dass wir Menschen von dort hereinholen und uns dann einen guten Teil von Terroristen. Das heißt, Herr Westenthaler, ich verstehe Sie richtig, Sie sagen keinen palästinensischen überhaupt Flüchtlinge keinen. In Österreich. Nein, das kann im Moment, es ist sicher in manchen Fällen hart, ja. Aber erstens ist das auch rechtlich gedeckt, weil ja, wenn jemand vom Gazastreifen jetzt angenommen da rauskommt überhaupt, weiß man ja nicht, dann muss der ja über ein sicheres Drittland nach Europa kommen. Das heißt, bevor er in Österreich ist, war er mal in allen unseren Nachbarländern. Und das heißt, wir haben auch das Recht, Nein zu sagen, weil er muss ja in dem Land sein. Aber mir geht es gar nicht so sehr um die Flüchtlinge, die direkt jetzt dort vor Ort kommen, weil die kommen im Moment eh nicht raus. Das ist ja zumindest gerade jetzt, wer weiß, vielleicht ändert sich das einmal. Sondern es geht mir um die schon in Europa und auch auf unserem Kontinent oder vielleicht in Afrika, wo auch immer, befindlichen Schläfer, Terroristen, Hamas-Kämpfer, die es ja überall gibt. Und wenn man es nicht glaubt, dass es gibt, dann braucht man sich nur die Demonstrationen anschauen, die da passieren von Berlin bis Wien.
Das kann nicht sein, dass jetzt unter dem Deckmantel einer neuen, falsch verstandenen Solidarität vielleicht manche sagen, ja, die Armen, jetzt müssen wir die alle einholen und wir holen uns wieder 30-40% Terroristen da herein. Das ist jetzt die Aufgabe. Und da sehe ich nichts. Da sehe ich keine Initiativen, da sehe ich von der Regierung überhaupt nichts. Da sehe ich nur einen Herbert Kickl, der davor vor dieser Entwicklung ständig warnt. 2015 ist es passiert und Gott sei Dank gibt es einen Henry Kissinger zum Beispiel, der ein spektakuläres Interview gegeben hat, ich glaube, es war in der Welt, wo er gesagt hat, wir müssen aus 2015 lernen, wir haben damals die Falschen hereingelassen. Wir haben einen sogenannten schweren Fehler damals gemacht, dass die Falschen eingelassen worden sind und umso viele hat er dazu gesagt. So, und wissend, was 2015 passiert ist, müssen wir jetzt handeln. Und da hätte ich lieber jetzt schon eine Regierung, die sagen wird, Ausschluss, zumindest intervallmäßig, vorübergehend, können wir derzeit keinen einzigen Asylanten ins Land hereinlassen, bis dieser Krieg entweder so oder so geklärt ist. Ich muss einmal vorausschicken, ich bekäme Vorbehalte zum Existenzrecht Israels. Das war ja. Kämpfe gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus, muss man mal sagen, aber auch gegen einen Rassismus, gegen Arabischstämmige, gegen Palästinenser und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass die UNO recht hat, die gesagt hat, das ist völkerrechtswidrig, wenn man da jetzt Strom und Wasser antrat und wenn man da jetzt... Mittlerweile ist wieder aufgeschaltet. Ja, die dann das im Süden haben sie eine Zufuhr an Wasser wieder ermöglicht. Aber jedenfalls Guterres hat sich da von Haus aus gegenüber diesen Plänen ausgesprochen. Auch die Bodenoffensive ist etwas, die man völkerrechtsmäßig zu prüfen hat. Aber ich sage noch einmal, vorbehaltlos... eine Verurteilung dessen, was die Hamas gemacht hat. Und die Hamas macht das deswegen, weil die Hamas will keine Zwei-Staaten-Lösung. Die Hamas will in Wirklichkeit Israel vernichten und die Hamas will einen Gottesstaat dort errichten. Und damit sind sie echte Gegner von uns, weil das können wir nicht wollen. Und die Antwort kann nur sein, dass genau eine Zwei-Staaten-Lösung kommt. Joe Biden, der da jetzt hingefahren ist, hat eine ganz korrekte Politik. Der steht ebenfalls hinter der Zwei-Staaten-Lösung. Und der Letzte, der das noch umsetzen wollte, nämlich Yitzhak Rabin, vorher mit Obama in Camp David und Arafat und so, der wurde von einem Extremisten, einem israelischen Extremisten aus religiöser Motivation ermordet. Und das war der Sündenfall. Und mit diesem Sündenfall, und den hat dann, ich will da nicht ewig, also jetzt, das wäre zu lang jetzt, aber Netanyahu hat dann eben den Siedlungsbau forciert, der will keine Zwei-Staaten-Lösung. Aber ist diese Zwei-Staaten-Lösung nicht endgültig bekannt? Nein, ja, im Gegenteil. Also mit dem, was die Hamas da jetzt gestartet ist. Sie ist aktueller denn je. Mit der Hamas wirst du gar nichts machen können, da bin ich auch der Meinung, dass die keine Partner und nichts sind. Aber wenn der Herr Netanyahu, der ein Sicherheitsrisiko für Israel geworden ist, 3/4 der Armee zu den 500.000 illegalen Siedler da in Westjordanien Land hintransferiert, der hat momentan den Umfang, im deutschen Fernsehen hat man das hören können, bis zu 85% sagen, Netanyahu ist schuld an dieser ganzen Entwicklung und die sagen, die werden ihn dann nicht mehr wählen. Also ja? Schuld ist schon die Hamas, die den Terror ja, gestartet hat ja, auf Israel. Nein, also das ich, nur mal, für meine Twitterier, damit keiner nervös wird. Aufpassen. Ich habe jetzt, ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, das sind Verbrecher. Ich habe die ganze Zeit gesagt, sie wollen Israel zerstören. Und ich bekenne mich vorbehaltlos im Kampf gegen Antisemitismus. Die Schuld liegt schon bei der Hamas. Ich glaube, das nein, die Schuld, nein, aber ich die Hamas zitiere, hat den Angriff gestartet. Nein, aber dann soll ich zitieren, also Standard einer Konkurrenzzeitung, in den einzelnen Artikeln, wo minutiös aufgezählt wird, das bin alles nicht ich, sondern ich zitiere nur, ein gewisser Segal, Professor an der Sorbonne, der sagt, was hier an der Siedlungspolitik mitfand, das sagt nichts anderes, ich zähle es nicht auf. Aber diese vielen, vielen, vielen Maßnahmen, die Netanyahu, die er machen musste, weil er mit Rechtsextremen in einer Regierung ist, die er so letztlich dann dazu geführt hat, dass die ganze Armee im Westjordanland war und nicht im Süden. So, und damit hat er die Verantwortung und damit ist er ein Sicherheitsrisiko. Und ich sage, ich tue nichts aber rechtfertigen. Aber es rechtfertigt ja trotzdem nicht, dass die Armee... Habe ich ja nicht. Herr Moderator, Sie kennen damit jetzt nicht... Nein, das, ich sage nicht, dass Sie reden. Ich rechtfertige null. Aber man kann ja jetzt nicht dem Netanyahu die Schuld dafür geben, dass die Hamas Israel angreift. Nein, aber dass sie sich nicht wehren konnten, weil keine Soldaten dort waren, das schreit, das wird in den Medien überall so geschrieben. Nicht ich, bin kein Erfinder dessen. Und ich finde, das war, damit hat er Mitverantwortung, nichts anderes sage ich. Und Hunderttausende haben gegen ihn demonstriert, weil er mit der Justizreform die Demokratie einschränken wollte. Und das alles, weil er mit Rechtsextremen in einer Regierung ist, aus religiösen Rechtsextremen. So. Und das würde die Freiheit der Meinung, das darf ich schon noch sagen. Und was noch einmal, ich sage es das dritte Mal, ja, dass ich wirklich alles dafür tun werde, Hände weg von Israel. Das ist für mich
ein absolut wichtiger Punkt. Und vor allem der Kampf gegen Antisemitismus, der jetzt auch breitest entsteht und wo wir alle dagegen auftreten müssen. Aber wir müssen schauen, dass wir in Zukunft mit einer Zwei-Staaten-Lösung, siehe Kreisky, der sich immer bemüht hat, das in die Wege zu leiten, und Rabin, der umgebracht worden ist, leider Gottes, und das auch machen wollte, das muss die Zukunftslösung sein. Und Politiker, die dort das hintertreiben oder nicht wollen, und das ist dann nicht Netanyahu, dann tut es mir leid, wenn ich die Kritik mache, weil ich muss sie machen, weil ich schließe mich der Kritik an des UNO-Generalsekretärs, des Joe Biden und vieler anderer Kolumnisten, die darüber das geschrieben haben, auch in Konkurrenzzeitungen. Also, ich muss dazu sagen, die Abrechnung mit Netanyahu und der Fehlleistungen seiner Regierung in Sicherheitsfragen auch im Zuge dieses Hamas-Angriffes kommt. Die kommen dieses Amen im Gebet, das wissen wir, dass das in Israel passiert. Nur ist jetzt der falsche Zeitpunkt, weil jetzt steht alles hinter Israel, Solidarität, das ist klar. Und jetzt gilt es eigentlich zu schauen, dass mit dieser Hamas abgefahren wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass dort nicht ein Flächenbrand entsteht, der meiner Meinung nach bereits beginnt, weil wenn man sich anschaut, wie sich die Hisbollah gerade in Stellung bringt, die oben im Libanon und vom Iran dort auch massiv unterstützt wird, die haben ganz andere Möglichkeiten. Die haben 150, habe ich heute gelesen, 150.000 Raketen. Davon ein Großteil Mittelstreckenraketen, die über 700, 800 Kilometer fliegen. Das heißt, die können von dort Tel Aviv, Jerusalem alles angreifen. Also das ist schon, da kann schon was anderes passieren. Ihre Kämpfer sind ganz anders ausgebildet. Das ist eine echte Armee. Ich sage jetzt nicht, dass die da jetzt Israel einmarschieren und dort alles platt machen. Dafür wird es nicht reichen. Aber es kann zumindest einen Flächenbrand dort verursachen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Muftis da in Iran doch noch halbwegs bei Vernunft sind, weil sie ja wissen, wenn sie jetzt einen ihrer Verbündeten, nämlich die Hamas, verlieren, dann müssen sie davon ausgehen, dass sie möglicherweise auch große Verluste beim zweiten Verbündeten, nämlich bei den Hisbollah, in Kauf nehmen müssen. Und dann könnte eigentlich auch für sie eine negative Entwicklung entstehen. Also ich bin da ein bisschen zuversichtlich, dass es doch möglicherweise am Ende nicht zu diesem Flächenbrand kommt. Was man aber schon sagen muss einmal in Zeiten wie diesen, das muss einmal klar gesagt werden. Die jetzigen Krokodilstränen vieler, und zwar quer durch den Kontinent, gestern wieder, ich habe gestern alle Diskussionssendungen angeschaut, die bei der Maischberger, beim Lanz, wie dort alle, die es eh immer so gut gewusst haben in den vergangenen Jahren, jetzt plötzlich Krokodilstränen vergießen und sagen, ja, es haben eigentlich alle die Recht gehabt in der Vergangenheit, die davor gewarnt haben, die Falschen ins Land zu holen. Ist eine späte, aber 100%ige Legitimation einer Politik eines Jörg Haiders, auch einer Politik eines Herbert Kickels oder auch davor, wenn man so will, der HC Strache, die davor immer gewarnt haben, immer gesagt haben, in unserer Zeit, es kommen die Falschen ins Land. Ihr lasst Leute herein, die wir gar nicht wollen, in einer falsch verstandenen, falsch ausgelegten Solidarität. Und jetzt haben wir es da. Jetzt haben wir einen Anstieg des Antisemitismus, der von dort natürlich kommt, der sich jetzt sogar öffentlich zeigt. Die ganze miese Fratze des Antisemitismus zeigt sich jetzt mit Schüdern, mit allem drum und dran. Und da entblödet sich nicht einmal ein ORF-Reporter, sich dann noch vor einem Mufti, vor einem Plakat hinzustellen, wo Parolen gegen Israel draufstehen. Es ist ja alles unfassbar in Wahrheit. Was ist ja passiert? Ich glaube, vorgestern war es. Das heißt, das ist der Fluch der bösen Tat der vergangenen, nicht der vergangenen Jahrzehnte, sondern der vergangenen Jahre, der 2000er Jahre, wo man eben Menschen aus fremden Kulturkreisen, die ein ganz anderes Verständnis haben, wie man miteinander lebt, wie man mit Frauen lebt, wie man Auseinandersetzungen austrägt, hierher geholt haben. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig zu sagen, nicht zu sagen, Edge, wir haben es besser gewusst, sondern es haben damals Politiker eben aufgezeigt, eine Sicht der Dinge, die damals verurteilt worden ist und heute aber richtig erscheint. Und heute müssen wir uns dagegen wehren, heute müssen wir uns gegen Terroristen im eigenen Land wehren. Was ist mit den 200 Schläfer, die sagen, vielleicht sind es 400, vielleicht sind es 600, werden die alle überwacht jetzt? Werden die observiert? Haben wir überhaupt das Personal dazu? Schützt uns da jemand? Hallo, Verfassungsschutz, was ist da los? Was ist mit weiteren Einsickernden, die möglicherweise zu uns kommen und da verunsichern? Also ich erwarte mir schon von einer Regierung, dass sie da jetzt einmal auf den Putz haut, sich einmal den Verfassungsschutz herhält, der sonst immer politisch instrumentalisiert wird gegen politisch Rechtsdenkende in dem Land, völlig harmlose Menschen, die eine andere Ideologie haben. Aber wenn es darauf ankommt, die Menschen zu schützen, hört man im Moment nicht sehr viel, muss ich sagen. Und ich mache mir wirklich Sorgen, ich mache mir echt Sorgen, dass wieder einmal, leider muss man sagen, wieder einmal, weil bis vor dem Attentat in Wien konnte man sagen, dass vielleicht einmal, aber jetzt muss man sagen, wieder einmal auch
in Wien solche Anschläge passieren. Das können wir uns da anders sparen, wenn wir eine Regierung haben, die das Herz in die Hand nimmt und sagt, Ausschluss passt da. Wir beenden diese Zuwanderung jetzt und wir schauen auch im Land. Wir weisen die aus, die da gefährlich sind, die möglicherweise, der Attentäter da in Brüssel, von denen haben alle gewusst. Der war amtsbekannt. Der war bekannt als Terrorist, als Aufwiegler, als ideologisch Verbrämter. Man hat ihn gewähren lassen, der ist in der Freiheit herum und hat die Leute erschossen. Und das hoffe ich, dass das jetzt doch kommen wird, bei all den, wir können das eh nicht beeinflussen. Das ist ja immer so lustig, wenn man die Auseinandersetzungen, die dort vor Ort sind. Aber was wir schon beeinflussen können, ist den Schutz für die eigene Bevölkerung. Und das ist was. Der Kreisky hat sich deswegen mit dem Arafat getroffen, deswegen mit Gaddafi getroffen, weil er gesagt hat, wenn es Frieden in dieser Region gibt, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, dann hat auch der Terrorismus, der internationale, unter Umständen eine Wurzel weniger. Das war das Motiv. Ja. Und wenn ich jetzt sage, und übrigens die Abrechnung mit Netanyahu macht nicht ich, da kriegt er ja einen Lauchkampf, der Netanyahu, sondern das Geschichte jetzt schon in den Medien, von der New York Times angefangen bis in allen Medien, kannst du das fast schon täglich in Tageszeitungen in Österreich, in wirklich sehr guten Tageszeitungen, damit sie ein bisschen ärgerst, sage ich das jetzt. Ja. Aber die haben jedenfalls, und das ist, um was es mir geht, ist, wenn man dort wirklich für Frieden, für die zwei Staaten, wenn man das alles, was die UNO, was der Joe Biden will, was die alle wollen, dann entzieht ich dem Ganzen auch einen Migrationsdruck. Wenn ich Wohlstand habe im Gazastreifen, wenn ich dort aus dem Ganzen eine Touristikzone mache, eine Wirtschaftszone ist, dann müssen wir es doch nicht unterhalten. Und da unterscheiden wir uns jetzt nicht. Ja? Ich selber sage auch, wir müssen aufpassen, dass da nicht hereinsickern Leute, wenn es das Konzept gibt, die Hamas will den Krieg nach Europa bringen und damit auch nach Österreich. Da sind wir komplett einer Meinung. Die Hamas militärisch zu entwaffnen, ja, und überhaupt wirkungsunfähig zu machen, sind wir komplett einer Meinung. Also, da brauchen wir gar nicht reden. Und die Hamas sind, nein, aber das war ja immer so. Naja, aber der Gegner, das ist das, was die da schreien irgendwo und dauernd sagen, Hamas ist für die Palästinenser. Falsch! Das ist falsch, das ist ganz falsch. Die Hamas will, dass die Palästinenser untergeordnet werden in einem Gottesstaat mit Schleier, mit wie im Iran, mit allem drum und dran. Und die wollen Israel vernichten. So, das ist das. Die wurden daher, schon auch gewählt von den Palästinensern. Ja, 2006. Da sind sie aber noch gekommen mit Wirtschaftshilfe, Kindergärten, Spitäler. Ja, und jetzt ist das, hat das sich weiterentwickelt. Und natürlich haben sie auch Finanziers und Kräfte im Hintergrund, die unterstützen. Ja, natürlich, ja. Und auch das ist zu kritisieren, ja, wie man auch künftig mit Iran umgeht. Aber nur um das geht es mir. Wir haben, dass das nicht noch einmal 50 Jahre so weitergeht. Noch einmal 50 Jahre. Und nur deswegen bin ich da sehr engagiert, emotionell, weil mir das am Nerv geht, wenn wir das sozusagen nur von den Symptomen her bekämpfen. Denn die Migrationsbewegungen und die Fühlen, die dann einsickern, ist ein Symptom des nicht gelösten Problems dort. Und das ist das, was ich gesagt habe. Und ich gebe nur wieder, was in den Medien steht. Der Netanyahu hat das behindert und die Abrechnung beginnt jetzt. Das ist ja alles vernünftig. Ich darf dich nur bitten, an dem Parteitag dann, dass du deinen SPÖ-Leuten in Wien sagst, eine Aufnahmeverpflichtung von Afghanen zur jetzigen, es ist nie gut, aber zur jetzigen Zeit ist es eine Katastrophe, weil dort gibt es jede Menge Terroristen. Ja, aber das ist halt alles, ich habe den Babler noch nicht gehört, dass er da dagegen ist. Ja? Also, naja, aber dann soll er sich einmal äußern zu dem Punkt 1. Punkt 2 ist, wo ich dir schon recht gebe, ist, also heute hat man ja gesehen, war beeindruckend. Also da hast du mal wirklich gesehen, was eigentlich die IDF, also das Heer, die Aufklärung der Israelis, was die überhaupt alles kann. Heute haben sie ja Videos veröffentlicht, wo du siehst, dass die eine Raketen, es geht jetzt um dieses Krankenhaus, das da leider bombardiert worden ist, wo sie tatsächlich minutiös belegen, dass das Raketen war, die aus dem Gazastreifen abgeschossen wurde, die dann fehlgeleitet in dieses Krankenhaus am Hof, Gott sei Dank, und nicht ins Krankenhaus, am Hof niedergeht und dort einschlägt und sicher viele Tote gefordert hat. Also das ist keine Rakete aus Israel war. Konnten sie halt belegen mit Videoaufnahmen, Tonaufzeichnungen. Dann haben sie auch vorher, nachher Bilder, Aufklärung, wunderbar. Aber jetzt frage ich mich dann schon, und das fragt sich, das wird zu klären sein, wie können dann über wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, so lange in der Luft, Dutzende Paragleiter von Gaza, schwerst bewaffnete mit Terroristen, Paragleiter von Gaza aufsteigen
und nach Israel über die Grenzflüsse. Halt dort im Westen. Ohne dass es die Aufklärung mitbekommen hat. Und das ist das, was du meinst. Da bin ich völlig deiner Meinung. Das wird aufzuklären sein, wie sowas überhaupt möglich ist. Genau. Aber zu seiner Zeit, weil jetzt gibt es anderes aufzuklären, nämlich wie werden wir erstens die Terroristen dort los und zweitens, was mir auch nicht gefällt ist, da schließe ich jetzt aus, fühle ich jetzt nicht angesprochen. Aber die Linke, nämlich die organisierte Linke, sowohl in Österreich als auch in ganz Europa, wie die mit dem Problem umgeht, da stellt es mir auch die Nackenhaare teilweise auf und den Magen dreht es mir um. Weil was da an Badonierung plötzlich daherkommt, und naja, und die haben auch das Recht, und das ist halt ein Gegenschlag, im Krieg ist das halt so, da muss ich da sagen, puh, da schüttelst du schon ab. Also die Linke, Sozialdemokraten in Europa, aber auch grüne, kommunistische Politiker liegen da völlig falsch, völlig falsch. Statt dass sie sich versammeln hinter denen, die die Aggressoren dort eigentlich bekämpfen wollen, gibt es da zum Teil Äußerungen, ich mache jetzt keine Zitate, ich hätte sie alle da, aber ich tue es jetzt nicht, weil ich nicht Öl ins Feuer gießen möchte. Aber es gibt sie und ich glaube, da sind wir ein bisschen falsch unterwegs und da bin ich eher derjenige, der da warnt und sagt, jetzt ist die Zeit, um uns einzuhängen und das, so wie das du heute gemacht hast und wie ich es auch mache, zu verurteilen und uns auch hinter Israel zu versammeln. Was ist noch ein Schlusswort? Ich möchte endlich Frieden haben. Ich habe so viel Initiativen. Frieden? Ja, nein, ehrlich, ich habe jetzt, es klingt so naiv, aber ich bin einfach, wenn das so weitergeht, wäre ich noch zu einem partiellen Pazifisten. Ja. Wenn man sich das ausschaut, wie auf beiden Seiten gestorben wird, ja, ob Kinder, Frauen, für nichts und wieder nichts. Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde, das muss ein Ende finden und zwar ein radikales Ende. Und ich weiß nicht, ob diese Strategie, da gibt es ja diese Kritik, ob die Bodenoffensive wird zum Beispiel kritisch hinterfragt, ja. Ob das nicht Bilder produziert, ich glaube, es ist eh die New York Times, Bilder produziert, die erst wieder um das Ganze anheizt, erst wieder eine neue Generation an Terroristen entwickelt. Und es muss dieser Todeszyklus aufhören. Ja. Und da finde ich, auch im Interesse der Sicherheit Österreichs, und wir brauchen übrigens eine Regierung, die imstande ist, die Sicherheit die handlungsfähig wirklich die handlungsfähig ist. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Aber da geht es darum, dass man wirklich das erreicht. Und wirklich, noch einmal, da ist auch Israel gefordert und sie werden es schaffen. Und wir wollen haben, dass Israel eine Zukunft hat. Ich habe selber mal Israel besucht. Das war in einem Kibbutz, gerade in einem Kibbutz, der da so attackiert worden ist. Ja. Das ist ein Paradebeispiel einer guten landwirtschaftlichen Organisationsstruktur. Aber jedenfalls, da könnte man noch lange diskutieren, ob sich Israel nicht dann, wenn es soweit ist, sagst du, aber dann ganz sicher eine wirklich andere Regierung verdient hätte. Ja, wie gesagt, wenn es soweit ist, kann man dann auch darüber diskutieren. Aber vielleicht, ich will nur nicht, dass jetzt die Menschen schlafen gehen, oder machen wir Schluss? Ja, gell? Ja. Ich habe nicht so viele Zuschauer, ich möchte das einmal sagen. Die Menschen haben wirklich Sorge. Sie haben so viel Sorgen. Sie haben im Land so viel Sorgen, ihr Leben zu finanzieren. Sie haben Sorge mit einer Regierung, denen die Menschen wurscht ist. Dann haben wir den Krieg gehabt, Corona. Und jetzt, ich habe so viele, ich weiß nicht, wie es euch geht, so viele Zuschriften von Menschen, die sagen, bitte, Herz, oder gebt uns auch einen positiven Ausblick. Ja? Tut es nicht immer nur über, wir haben jetzt heute in die Sendung Gott sei Dank sehr viel Innenpolitik diskutiert, aber vielleicht ist ein bisschen eine positive Entwicklung. Heute vor einer Woche hätten wir alle geglaubt, die Bodenoffensive ist schon im Gang und das Gemetzel geht los. Dass das bis jetzt nicht stattgefunden hat, deutet ja eigentlich darauf hin, dass es sehr wohl diplomatische Bewegungen gibt. Und ich würde mich heute freuen, und vielleicht passiert es, wenn in den nächsten Tagen zumindest ein paar Geiseln befreit werden können. Ausgetauscht, was auch immer. Ausgetauscht, befreit einmal. Befreit einmal. Ja, das muss der Militär schon mal machen. Befreit werden und dass man da zumindest einmal einen Beginn von möglichen diplomatischen Verhandlungen wieder hat, bevor da wieder das große Gemetzel beginnt. Das ist, was ich vorige Woche auch gesagt habe, dass Israel einen Gegenschlag wird machen müssen, ist uns auch klar. Aber vielleicht ist das ein bisschen ein positives Zeichen, dass sie eben sehr, das ist jetzt ein Kompliment an Israel, bis jetzt zumindest, da Zurückhaltung geübt haben und eigentlich die oberste Priorität an die Befreiung der Geiseln jetzt einmal gelegt haben. Dass man die tun wir echt laut, 250, hauptsächlich junge Menschen, Kinder, die da irgendwelchen Käfigen unter der Erde gehalten werden, das ist nicht jetzt sehr schön. Sag ich da was. Und diese Verantwortung aber, sollen da jetzt junge Israelis mit der Armee bei so einer Offensive sterben gehen? Ja, das sollte Krieg, man berücksichtigen. Ja. Nein, das gehört auch dazu. Und ich finde, wahrscheinlich macht Joe Biden gerade eine, der wurde sogar gelobt jetzt, eine geopolitisch
kluge Offensive, indem er dort hinfährt. Vielleicht kommen diese Gespräche noch zustande mit diesen arabischen Führern, weil ich glaube, das ist der Schlüssel unter Umständen zum Erfolg. Der hat sogar einen Plan gehabt für eine Zwei-Staaten-Lösung, was die Hamas durchkreuzt hat. Und man soll nicht dauernd in der politischen Geiselhaft dieser Verbrecher sein, sondern man muss das durchbrechen und da hoffe ich darauf, dass das gelingt. Nur mit Drohnen und Raketen wird man die Hamas halt wahrscheinlich nicht loswerden. Das muss man wahrscheinlich realpolitisch schon noch haben. Ich bin für jedes Mittel, aber ich möchte nicht haben, dass wir dann Bilder von zivilen Opfern haben und dann ist es völkerrechtswidrig. Die gibt es leider eh schon. Geht zu Recht die UNO mit ihrer Kritik. Die gibt es schon auf israelischer Seite, die zivilen Opfer. Ja, das ist sowieso furchtbar. Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.